Willkommen zu Speak Life. Wenn auch du, lieber Zuhörer, an einer Stelle in deinem Leben Missbrauch erlebt hast, wenn du von Menschen enttäuscht oder verletzt wurdest, dann ist mein Gebet, dass Jesus dich ganz tief berührt und dir sein wundervolles Wesen immer mehr offenbart. In Jesu Namen. Amen. Jesus gab uns das ultimative Beispiel, als er bereitwillig am Kreuz für unsere Sünden hing, um uns für unsere eigenen Sünden zu vergeben. Er sprach die kraftvollen Worte in Lukas 23,34: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese unermessliche Opferdemonstration hat gezeigt, wie wichtig es für uns ist, zu vergeben. Egal wie schwer oder schmerzhaft eine Straftat ist, wir werden gebeten, zu vergeben. Matthäus 6, 14-15. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergibt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Man muss sich jetzt die Frage stellen: Willst du, dass dein himmlischer Vater dir deine Sünden vergibt? Römer 3,23: Schuldig vor Gott sind alle Menschen. Egal, ob wir uns schuldig fühlen oder nicht, wir sind es. Ich möchte betonen, wie wichtig es ist zu verstehen, dass Vergebung nur für dich und dich alleine ist. Oft fühlt die Person, die dich verletzt hat, nichts, keine Schuld oder Reue. Der Übeltäter mag das Ereignis sogar vergessen haben, aber du kannst jahrelang in Bitterkeit, Wut und Unvergebenheit gefangen bleiben. Es kann sogar dein emotionales, geistiges, seelisches und körperliches Wohlbefinden beeinflussen, während der Täter über deinen Schmerz nicht einmal bewusst ist. Unversöhnlichkeit schadet selten der anderen Person. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass du der Einzige bist, der darunter leidet. Epheser 4, 31-32: Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jede Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich bitte dich, die Entscheidung zu treffen, denen zu vergeben, die gegen dich gesündigt haben und dir Schmerzen angetan haben. Wenn du bereit bist, von deinem ganzen Herzen zu vergeben, bitte ich, das folgende Gebet zu wiederholen. Himmlischer Vater, dein Wort sagt mir, dass wenn ich denen vergebe, die gegen mich gesündigt haben, dann wirst du, mein himmlischer Vater, mir auch vergeben. Ich entscheide mich jetzt, aus meinem ganzen Herzen zu vergeben. Ich vergebe, jetzt sage den Namen des Täters, es können auch mehrere sein, und übergebe, sagte Namen des Täters noch einmal, in deine Hände. Ich bete geistige Segnung für den Namen. Himmlischer Vater, ich bitte dich auch mir zu vergeben. Ich bitte dich, meine Beziehung zu heilen,
die wegen Unversöhnlichkeit gebrochen wurden. Ich unterwerfe mich dir, Gott. Danke, himmlischer Vater, dass du mich aus meiner Gefangenschaft befreit hast. Danke für die Kraft und die Autorität, dem Teufel zu widerstehen. Lass deinen Heiligen Geist mich mit Licht erfüllen und erleuchte jede dunkle Stelle meines Geistes. Ich bete im Namen Jesu. Amen. Wenn du dieses Gebet gesagt hast, bin ich so stolz darauf, was Gott in dir tut. Bitte lass mich wissen, wie das Gebet dein Leben verändert, weil ich weiß jetzt, dass du total Freiheit haben kannst. Jesus Christus, danke für deine Liebe, für deine Vergebung und Gnade. Denn deine Gnade und Vergebung ist jeden Morgen neu. Danke für die Befreiung von Bitterkeit und Groll. Alle Ehre sei dir, Herr. In Jesus Namen bete ich. Amen. Habe einen gesegneten Tag.